So, jetzt wird's kompliziert. So, wir sind bei Antrag PA284 und PA162. Diese beiden konkurrieren direkt miteinander. In derselben, nennen wir es Gruppe, sind auch PA83, PA110, PA111 und PA117. Diese Anträge, die ich gerade gesagt habe, 38, 110, 111, 117, stimmen wir aber später ab. Wir stimmen jetzt erst PA284 und PA162 gegeneinander ab und dann kommen die anderen drei. Falls es dazu kommt, erkläre ich noch das Genaue, warum das so ist. Ich bitte jetzt erst die Antragsteller von PA384 und PA162 zum Mikrofon. Das ist beim PA384 Johannes Ponada. Und PA162 Alexander Spieß, Thomas Puttkamer, Wolfram Pries und oder Martin Hase. Einer von euch sollte das Ding vorstellen, müsst ihr ja nicht alle machen. Du vertrittst Johannes oder? Nein. Ach, da ist er ja. Du hast das Wort, bitte stell deinen Antrag in kurzer Rede vor. Ja, hallo. Ich sag gar nicht viel. Ich habe den Antrag vom Georg genommen und in guter Piratenmanier kopiert. Einen Satz rangehängt, und zwar, dass bis zur Einführung eines Grundeinkommens ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn gefordert ist. Ich wollte damit dem Parteitag eine Option mehr geben, die Mindestlohnforderung mit der Grundeinkommensforderung zu kombinieren. Weil der Hauptantrag vom Georg ist, würde ich gerne an dich, Georg, übergeben, dass du den Hauptteil vorstellst. So, ja. Jetzt PA 162. Also wolltest du jetzt nochmal eben... Nein, dann sagst du es. Bitte. Okay, er hat es dir übergeben. Ja, mach. Also ich erkläre mal. Das Problem ist, der 284 ist wie gesagt ein Gesamtantrag und der ist aufgeteilt in den P083 plus Mindestlohn. Und der P083 ist wiederum zusammengesetzt aus PA 110 und 111. So, und was sinnvoll wäre, fände ich jetzt, wenn der Robert Ulmer den PA 110 vorstellt, den er auch gestellt hat, und ich den PA 111. Wäre das in Ordnung, liebe Versammlungsleitung? Also wir hatten uns das etwas anders gedacht. Wir wollten gerne PA 248 und PA 162 gegeneinander abstimmen, weil sie dasselbe Ziel haben. Und wenn PA 284 und PA 162 nicht durchkommen, beide nicht, aber PA 284 die Mehrheit hatte, dann würden wir die anderen abstimmen, weil PA 284 okay. Und PA 162 dasselbe Ziel haben und wollten die beiden erst gegeneinander laufen lassen. Das war unser Plan. Okay, verstehe. Also die Inhalte sind ja trotzdem die gleichen. Ich schlage das hervor, Robert Ulmer stellt das Grundeinkommen allgemein vor, ich stelle nachher den Teil der Enquete-Kommission vor. Okay, können wir gleich machen. Aber ich möchte Claudia Schmidt bitte nach hier vorne bitten. Claudia Schmidt bitte nach vorne, es ist dringend, habe ich gehört. So, dann erteile ich dir das Wort, bitte aber dich kurz zu halten. Mein Name ist Robert Ulmer. Es geht um Grundeinkommen. Die Piraten sind die Partei der liberalen Grundrechte. Auf Arbeitsmarkt und im Sozialstaat ist es um die Grundrechte, um die Freiheitsrechte schlecht bestellt. Verbesserungen sind hier dringend nötig und auch möglich. Eine wesentliche Verbesserung wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Die Voraussetzungen dafür haben wir vor einem Jahr in Chemnitz schon geschaffen, indem wir das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe beschlossen haben. Ein guter Weg, dieses Recht konkret umzusetzen, wäre die Garantie eines Einkommens für alle, die Garantie eines Einkommens, die an keine Bedingung geknüpft ist. Wichtig sind hier vier Kriterien zu beachten. Das Grundeinkommen soll erstens die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, also Armut abschaffen. Es geht um einen Geldbetrag, der höher ist als Hartz IV. Zweitens, es soll sich um einen individuellen Rechtsanspruch handeln. Grundeinkommen für jede Person und nicht wie bei Hartz IV für eine Bedarfsgemeinschaft. Drittens, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung mehr, die zwischen Bedürftigen und Nichtbedürftigen diskriminiert. Und viertens, es gibt keinen Zwang zur Arbeit, keinen Zwang zu anderen Gegenleistungen. Also ohne Gegenleistung besteht Anspruch auf das Grundeinkommen. Diese vier Kriterien wären die Zielvorgabe. Der Unterschied zum Sozialstaat heute ist klar zu erkennen. Es ist der Unterschied zwischen Zwang und Freiheit. Freiheit bedeutet Nein sagen können zu unwürdigen Zumutungen, die heute gang und gäbe sind. Mit Grundeinkommen entscheiden die Leute selber, was für sie zumutbar ist und was nicht. Es gibt keine Bevormundung mehr, sondern Selbstbestimmung, frei gewählte Perspektiven, eine Vielfalt unterschiedlicher Lebensentwürfe. Das wäre der Unterschied.
Kurz gesagt, Freiheit statt Angst auf dem Arbeitsmarkt. Danke. Ich möchte nochmal um Aufmerksamkeit für die Redner bitten. Bist du fertig? Nein. Gleich. Es ist widersinnig, in einer ökonomischen Situation, in der Arbeit immer produktiver und in diesem Sinne immer überflüssiger wird, die Leute immer mehr zu genau dieser Arbeit zu nötigen und zu drängen. Es ist keineswegs ökonomisch effizient, wenn die Leute in Sackgassen feststecken, in Jobsackgassen feststecken. Dort werden sie Burnout erleiden und auch immer unproduktiver werden. Es ist eine Peinlichkeit in einer Gesellschaft, die so reich ist wie nie zuvor, Armut nicht abzuschaffen. Wir brauchen keine Armut. Abschaffung der Armut bedeutet übrigens nicht Abschaffung des Reichtums. Es gibt auch mit Grundeinkommen weiterhin Einkommensunterschiede. Aber es gibt mehr Stabilität. Grundeinkommen gibt den Leuten, die heute kein Geld haben, Geld in die Hand. Kaufkraft stärkt damit die Binnenfrage, sorgt für mehr Stabilität in der Wirtschaft. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist nicht verallgemeinerbar. Aber individuelle Freiheit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ist verallgemeinerbar. Wir wären die erste größere Partei, die das bedingungslose Grundeinkommen im Programm hat. Und deshalb bitte ich euch um Zustimmung zu diesem Punkt. Danke. So, ich bitte dich, das jetzt aber zwei Sätze, okay? Zwei Sätze? Naja, auch vier, aber bitte etwas Beeilung. Also, liebe Piraten, beim Grundeinkommen merke ich immer ganz oft bei der Diskussion, wir brauchen ja ein Konzept, ein Modell. Und das erweckt den Eindruck, es gäbe eigentlich auch gar keine Modelle, aber es stimmt ja nicht. Die Grünen haben ein Modell, die Linkspartei hat ein Modell, bei der CDU gibt es ein Althaus mit einem Modell. Es gibt ganz viele Modelle, das Problem ist nur, es fehlt die Bewertung und die Diskussion darüber in der Öffentlichkeit. Und wenn wir daran denken, dass 2009 die Susanne Wies, die übrigens heute hier ist und Piratin geworden ist, eine Petition gestellt hat, die 50.000 Bürger unterschrieben haben, so ist seitdem wenig auf der Ebene des Bundestages passiert. Und wir als Piraten, finde ich, sollten diese 50.000 Bürger eine Stimme im Bundestag geben. Daher mein Weg zum Grundeinkommen. Einerseits, wir wollen eine Enquete-Kommission einsetzen lassen im Bundestag, die genau diese Aufgabe der Bewertung von verschiedenen Modellen durchführen kann und auch für eine breite Diskussion sorgen kann. Gleichzeitig wollen wir uns für Volksabstimmungen einsetzen auf Bundesebene, denn das ist auch eine Forderung schon vom Wahlprogramm 2009. Mit dieser Volksabstimmung, der Möglichkeit dazu, könnten wir Druck und Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, wenn die Parteien es nicht wollen. Also mit diesen zwei Wegen, finde ich, können wir zum Grundeinkommen näher kommen und ich bitte euch um Zustimmung, wenn ihr diese Wege gut findet. Danke. So, jetzt gleich darf Alexander Spieß zu seinem Antrag reden, aber es gibt vorher noch einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Das ist eigentlich ganz amüsant, weil es die noch gar nicht gibt. Deswegen ist er auch formal abgelehnt. Aber ich stelle ihn jetzt, ich sehe das so, dass du ihn stellen willst, wenn die Vorstellung vorbei ist und dann werde ich ihn auch aufrufen. So, jetzt Alexander, bitte. Ja, also Mindestlohn und Grundeinkommen. Alexander, das Mikrofon an den Mund. An den Mund, okay. Ja, Mindestlohn ist eine Brückentechnologie. Damit haben wir in Berlin Wahlkampf gemacht und durchaus großen Zuspruch gefunden. Der Antrag, den ich hier gestellt habe, ist der Originalantrag aus dem Berliner Wahlprogramm, der ja ein Bundesthema behandelt. Wir haben im Abgeordnetenhaus nicht alle die Möglichkeiten, diesen Antrag zu vertreten. Deswegen wäre es gut, wenn ein entsprechender Antrag auch im Bundeswahlprogramm wäre. Welcher von den beiden das jetzt ist, müsst ihr entscheiden. Der Originalantrag ist etwas kürzer gefasst und legt nicht so viel fest. Das hat verschiedene Gründe. Wichtig ist, dass Mindestlohn natürlich nur für diejenigen eine Existenzsicherung haben kann, die bereits erwerbstätig sind, also die Erwerbsarbeit ausüben. Die nicht Erwerbsarbeit ausüben, also ihre Angehörigen pflegen oder Kinder erziehen, die haben heute keine Existenzsicherung. Es wird sogar denjenigen, die Angehörige pflegen, das ALG II verweigert, weil sie ja deshalb nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Der Fokus auf Grundeinkommen ist eben ein Paradigmenwechsel hin von der Erwerbsarbeit hin zur gesellschaftlichen Arbeit und hat in der Folge auch eine bessere Verteilung der knapper werdenden Erwerbsarbeit auf die Menschen und die arbeiten wollen, zur Folge. Wir wollen auch kein Grundeinkommen, was natürlich nicht allen Menschen zur Verfügung gestellt werden kann,
Es gibt immer die Bedingung, dass das Grundeinkommen nur einer Gruppe von Menschen, Staatsbürgern, zur Verfügung gestellt werden kann, die in dem Land ihren festen Wohnsitz haben und leben. Und deswegen ist der Mindestlohn bei der Einführung eines Grundeinkommens so wichtig, damit wir nicht spätrömische Verhältnisse bekommen, nämlich Bürger, die privilegiert sind durch ein Grundeinkommen und solche, die dann für Niedriglöhne Sklavenarbeit erledigen. So. Langfristig ist auch ein Grundeinkommensmodell denkbar, was ohne Mindestlöhne auskommt. Und das ist auch eine Option dieses Antrags. So, ich darf auf die Leute, die dieses Zeichen machen, darauf hinweisen, dass es keine Redezeitbegrenzung bei Vorstellung von Anträgen gibt. Und der GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste ist gestellt. Das müsst ihr jetzt nicht alle nochmal machen. Ja, und ich darf auch immer noch um Aufmerksamkeit für den Redner bitten. Das macht man am besten, indem man währenddessen nicht spricht. So, jetzt kommen wir zur GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Den behandle ich jetzt, danach kommt deiner. So, Schließung der Rednerliste, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Okay, damit ist das Ding zu, ja. Es war eh die Mehrheit. So, damit jetzt noch bitte alle anstellen. Was war dein GO-Antrag? Die Redezeitbegrenzung auf 60 Sekunden habe ich als GO-Antrag. Diesen nehme ich an und stelle ihn zur Abstimmung. Wer möchte, dass die Redezeit auf 60 Sekunden begrenzt wird? Das ist die Mehrheit. Damit ist die Redezeit auf 60 Sekunden begrenzt und ich bitte die Technik, das einzublenden. Ja, noch ein GO-Antrag. Den lasse ich nicht zu. Es gibt auch eine Mindestzeit, das lasse ich nicht zu. 30 Sekunden lasse ich nicht zu. Tut mir leid. So, wir fangen jetzt nämlich an mit der Rednerliste und ich möchte noch ein. Ah, okay, ja, ein Meinungsbild über den Antrag. Beziehungsweise über beide Anträge nehme ich mal an. Ja, okay. Wer würde PA 284 zustimmen? Gibt bitte jetzt die Karte. Danke. Wer würde PA 162 zustimmen? Hebt jetzt die Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild für PA 284 ausgeht und möchte jetzt in die Rednerliste einsteigen. Wer wird diese Rednerliste übergeben? Noch ein GO-Antrag, ich glaube es nicht. Ja, bitte. Muss das sein? Okay, schnell. Wer möchte, dass beide abgelehnt werden? Ja oder nein? Ja, und durchwachsen und mit wenig Beteiligung. Wir fangen jetzt an zu diskutieren. Dafür übergebe ich die Versammlungsleitung wieder an ihn und teile dir das Wort. 60 Sekunden. Danke. Danke. Funktioniert das Mikro? Funktioniert das? Ja. Danke. Ich bin im Prinzip für den Antrag des bedingungslosen Grundeinkommens, finde das okay. Nur bedingungslos ist bei mir mit einem Fragezeichen versehen. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir eine rundumfassende, gute Bildung für alle gewährleisten, ohne Kosten, ohne Probleme, dann ist das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen etwas problematisch, gebe ich zu Beginn. Also gekoppelt an Bildung. Danke. Dankeschön. Der Nächste bitte. Ja, jedes bedingungslose Grundeinkommen scheitert sofort an anthroposophischen Konstanten. Das könnt ihr immer bitte bedenken. Ein BGE kann niemals funktionieren. Und das Zweite, was mir hier tierisch aufregt, wir lehnen auf der einen Seite Religion und Staat bzw. Religion und Politik ab, auf der anderen Seite wird das BGE zu einer Lösung hochstilisiert, das quasi alle Probleme in dieser Gesellschaft löst und wir werden stattdessen auch noch andere gute Lösungen ignoriert und mit der Begründung abgeschmettert, ja, aber das BGE löst es doch. Leute, das BGE kann aus meiner Ansicht nicht funktionieren. Wenn es funktionieren würde, gäbe es Modelle, die das auch beweisen, das gibt es nicht und deshalb sollten wir diese Anträge samt und sonders ablehnen. Vielen Dank. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, es ist ein sehr wichtiges Thema, über das jetzt gesprochen wird und es ist mir etwas zu laut und ich denke, es ist auch unfair den Leuten gegenüber, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben viel Presse hier, das stört natürlich auch ein bisschen, deswegen ein Appell an die Piraten, bitte hört zu, seid etwas leiser. Vielen Dank. Ich erteile dir das Wort.
Ja, also ich möchte zuerst speziell zum PA 284 sagen, da werden absolut verschiedene Sachen miteinander vermischt, zum einen das BGE, zum anderen der Mindestlohn, zum dritten eine Volksabstimmung, zum vierten eine Enquete-Kommission, das gehört einfach alles nicht zusammen. Außerdem bei einem Antrag, wenn steht, wir sind für das BGE und wir sind für eine Enquete-Kommission zur Ausarbeitung von Lösungen, das passt auch nicht zusammen, weil entweder wir wissen im Vorhinein, BGE ist die richtige Lösung, dann brauchen wir keine Enquete-Kommission oder wir haben keine Ahnung und brauchen eine Enquete-Kommission, dann können wir aber nicht sagen, wir sind a priori pro BGE. Und dasselbe gilt bei Volksabstimmungen. Genauso wie es die Grünen gemacht haben, wir sind gegen S21 und pro Volksabstimmung und jetzt sitzen sie ziemlich in der Kacke. Und bei uns wird das genauso sein, entweder wir wollen eine Volksabstimmung zum Thema oder wir wollen das BGE durchpushen. Das geht nicht zusammen. Und Anträge zu Hartz IV würden das Thema auch behandeln, aber nicht in dem Themenblock. Bitte auch noch zu beachten. Psst, bitte. Ah, geht doch. Ich erteile dir das Wort. Volksabstimmungen auf Bundesebene sind zu begrüßen, aber nicht unter dem Programmpunkt bedingungsloses Grundeinkommen. Vielen Dank. Bitte. Ja, ich finde, wir haben heute hier die Wahl, ob wir eine sozialliberale Partei sein wollen oder eher eine neoliberale Partei. Und ich bin vielleicht kein Schwarzmaler, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Zeiten einen Zusammenbruch unseres Währungs- und Wirtschaftssystems erleben und live verfolgen können. Und wir könnten uns heute entscheiden, wollen wir an Symptomen rumarbeiten oder wollen wir eine größere Lösung anbieten. Und ich glaube, dass die Bürger von uns sich erhoffen und erwarten, dass wir andere Lösungen anbieten als die anderen Parteien, dass wir freier und grundsätzlicher über Sachen nachdenken. Ich weiß nicht, wer von euch alles den Juli C.-Artikel in der Zeit gelesen hat. Das war ein sehr wunderbares Plädoyer dafür, dass wir eben die sozialliberale Partei in der Zukunft werden können. Und deswegen bin ich dafür, die Grundeinkommensanträge zuzustimmen. Und wir haben hier zum Beispiel auch ein Konzept kurz vorgelegt. Das liegt ja auf den Tischen, zum Beispiel das solidarische Grundeinkommen. Es gibt Anträge, also bitte den Mut, für die BGE-Anträge zu stimmen und die Positionspapiere zu Hartz-IV-Reformen auch zuzustimmen. Danke. Vielen Dank. Kurze Anmerkung an die Rednerliste als solches. Wir sehen das natürlich, wenn sich da einer dazwischen schmuggelt. Das geht natürlich nicht. Bitte bleib fair. Die Rednerliste ist geschlossen. Und bitte das Wort an dich. Ja, vielen Dank. Hallo, ich bin Uwe vom LV Berlin. Ich bin ganz klar für das BGE. Und alles andere ist für mich plattes 1-0-Denken. Ja. Ihr müsst den Leuten auch klar machen, das lässt die meiste Angst, die man zu dem Thema hört, ja, wie können wir das denn finanzieren? Ihr müsst den Leuten draußen ganz klipp und klar sagen, das werden wir genauso finanzieren wie die Retten der Banken und genauso wie den Rettungsschirm. Genauso werden wir es finanzieren, liebe Leute. Vielen Dank. Bitte schön. Ich meine zunächst mal, die Frage bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn sollte man trennen. Und nicht so vermischen. Ich denke, ein Mindestlohn ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber sollte man eigentlich gar nicht reden. Das bedingungslose Grundeinkommen, wenn man länger drüber nachdenkt, hat doch sehr, sehr viele Probleme. Einfach die Finanzierbarkeit mit einem polemischen Spruch vom Tisch zu wischen, das ist zu kurz gedacht. Ich denke, man muss auch erst mal anfangen, über eine Grundrente zu reden, über Hartz-IV-Reformen. Da geht es doch erst mal los. Und gut, mal eine Kommission einzusetzen, die das alles näher untersucht, das können wir dann tun, wenn wir im Bundestag sitzen. Aber jetzt ist zu früh. Bevor es weitergeht, also wir haben jetzt ja hier vorne eine Rednerliste, die beginnt hier, geht hier rüber, spaltet sich da beim Faxe, ist der Spalter da ungefähr, da zweigt sie ab. Und dann geht ihr hier hinten weiter bis zum Alexander Spieß. Und dann kommen immer wieder Leute hin, die unterhalten sich mit den Leuten. Das bitte nicht, wenn die Leute auf der Rednerliste stehen. Ihr bildet da einen Klüngel, das ist nicht übersichtlich. Ansonsten brechen wir die Rednerliste ab. Wir müssen auch schon sehen, wer auf der Rednerliste steht und nicht immer, dass da irgendwelcher wechselnder Verkehr ist. Und dann bitte ich euch so ein bisschen hintereinander anzustellen, außer diese Spaltung da. Und wenn jemand einen Beitrag hat, der schon gesagt wurde, wird er nicht besser, wenn er nochmal gesagt wird. Und ich bitte dann, das zu berücksichtigen. Vielen Dank. Bitte schön. Der Antrag von Robert Ulmer enthält ein grundsätzliches Bekenntnis
zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und er ist wirklich klasse formuliert. Und ich möchte dem Bundesparteitag aufrufen, zunächst einmal dem grundsätzlichen Bekenntnis zuzustimmen. Aber die weitere Ausgestaltung, wie man das bedingungslose Grundeinkommen auf den Weg bringt, für welches Modell man sich entscheidet, das sind Dinge, die erst nach unserer Positionsbestimmung kommen. Und das sollten wir nicht übers Knie brechen. Vielen Dank. Bitte schön. Also ich bin schon deutlich für Armutsbekämpfung, ganz klar. Ich bin auch für ein Grundeinkommen, auch ganz klar. Aber wir haben eine Solidarität in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Leute, die besser verdienen, zahlen für die Leute, die weniger verdienen. Und ich finde, und deswegen bin ich gegen das bedingungslose Grundeinkommen, dass jemand, der Leistungen von der solidarischen Gesellschaft haben möchte, nicht sagen kann, mir ist das wurscht, Hauptsache ich kriege Geld, ich brauche nichts tun, ich kann mich einfach hinlegen und kriege halt die Kohle. Wenn jemand das Grundsicherung haben will, das ist wichtig, das brauchen wir, es soll keine Armut in Deutschland geben. Aber es soll keiner sein, der sagt, ich habe genügend Geld, indem ich einfach nichts tue, mich völlig ausklinke aus der Solidarität, denn die geht nicht nur von oben nach unten, die muss auch von unten nach oben gehen. Danke. Vielen Dank. So, könnt ihr bitte die Rednerliste ein bisschen aufrücken, damit wir da keine Schlupflöcher entstehen lassen? Schlupflöcher, keine Schutzlöcher, nein, Schlumpflöcher, genau. Herr Urbach schlägt vor, wir nennen das jetzt Schlumpflöcher. Bitte schön. Ja, ich bin JJ aus dem LV Brandenburg. Ich bin für das BGE und ich glaube, die Leute, die jetzt gleich dagegen stimmen werden, tun das vielleicht auch, weil sie sagen, das sei nicht finanzierbar. Aber ich möchte euch bitten, da mal über euren Schatten zu springen und dass wir erstmal für das BGE sind, weil wir damit einen fundamentalen Umbau unserer Gesellschaft vorantreiben. Und wie das finanziert wird, das kommt später. Ich bin Gunther. Moment, bitte. Ach so, pardon. Jetzt. Also ich heiße Gunther, ich bin im Kreisverband Nürnberg im Moment. Und ich wollte zudem mich eigentlich durchaus positiv für das BGE äußern. Aber wir haben ein Problem, das bisher nicht besprochen worden ist, meiner Ansicht nach. Das ist, wie stehen wir gegenüber der dritten Welt? Wie stehen wir gegenüber Südeuropa? Wenn wir hier ein bedingungsloses Grundeinkommen oberhalb des Hartz-IV-Satzes für unsere Staatsbürger in Anspruch nehmen und verteilen, wie sieht das aus für Leute in Südeuropa? Wie sieht das aus für Leute in der dritten Welt, die von 20 Dollar im Monat leben müssen? Für die muss das doch eine Provokation sein. Ich meine, dass darüber einfach noch nicht genügend gesprochen worden ist. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo, ich bin Jörg Pfannschmidt, ich bin in der AG Bildung aus Hannover, bin Schulvorstand der Grundschule meiner Tochter und im Stadtelternrat. Und ich kann euch nur eins sagen, der Mindestlohn und das BGE, es ist zwingend erforderlich. Wir sind ein Land, das einen Billionenhebel für den Euro stemmen kann. Wir sind das wirtschaftlich stärkste Land in Europa. Und wir wollen sagen, dass wir in den Grundschulen mehr und mehr Kinder mit Kinderunterhalt der Armutsgrenze haben, dass wir hier Kinder zur Tafel schicken müssen in einem Land, das so verdammt kackreich ist. Und wenn wir das nicht zusammenpacken und als Partei nach vorne gehen, dann haben wir hier versagt. Heute und für alle Tage. Danke. Vielen Dank, Entschuldigung, ich weiß, als Versammlungsleiter darf man keinerlei Bekundungen tun, ich ziehe das hiermit zurück. Ich teile dir das Wort. Also ich bin der Nobel, das BGI hört sich zwar schön und gut an, aber Leute, der Staat kriegt es doch jetzt schon nicht gebacken, das zu verteilen, was er hat, seine vorhandenen Mittel richtig einzusetzen. Beim Mindestlohn hat unsere soziale Marktwirtschaft versagt. Kläglich. Wo waren denn die Gewerkschaften, das ein- und einzuhalten? Jetzt einen Mindestlohn zu fordern, tut doch nur auf die Versäumnisse der letzten Jahre hinzuweisen. So geht's doch nicht. Ja, und auch Finanzierung schön und gut, aber
unser Staat schafft noch nicht mal Hartz IV richtig anzusetzen, kriegt andauernd wieder Klagen dagegen. Wer klagt dann? Klagen dann wieder alle gegen das bedingungslose Grundeinkommen, gegen das Mindestlohn und alles, was da kommt. Nicht nur die Finanzierung ist hier die Frage, auch die Verteilung. Und hier sollten wir doch eigentlich uns transparent hinstellen und sagen, es muss was grundsätzlich geändert werden. Vielen Dank. Würde die Rednerliste noch ein bisschen aufrücken, das macht es uns etwas einfacher. Komm, da aufrücken, das kennt ihr doch in der Diskothek. Auch vorne, so wie früher beim Konsum. So. Hallo, also ich versuche jetzt trotz all der Emotionalität etwas ruhig zu bleiben, die hier produziert wurde. Es ist so, dass das bedingungslose Geldeinkommen für jedermann, und wir sprechen hier von einem Geldeinkommen, ist an sich schon ein Paradoxon. Geld ist nicht bedingungslos. Es gibt immer eine dingliche Sicherung. Ja? Irgendwer muss den Schuldschein nehmen, ja? Und muss mit seinem Eigentum dafür einstehen. Sein Eigentum dient seiner Lebensnotwendigkeit. Also wir enteignen Leute, und das sind nicht nur Reiche oder sonst irgendwas, ja, was man immer so herent sagt, wir brauchen 1 Billion Euro für ein Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat, sage ich mal. Wir machen es nicht mehr notwendig, soziale Strukturen aufrechtzuerhalten. Die Rechnen werden dagegen gerechnet. Und naja, wie soll ich sagen, wie gesagt, die Schuldverpflichtungen werden in der bürgerlichen Gesellschaft hängen bleiben. Diese Schuld wird bedient müssen. Sie wird mit ausländischem Kapital gekauft werden, die dingliche Sicherung, um diese Schuldverpflichtungen zu erlösen. Und wir werden ja, das bürgerliche Eigentum abwandern sehen in Kapitalgesellschaften. Dankeschön. Vielen Dank. Kurz nochmal von der Technik. Wir wissen, dass nicht jeder unbedingt dauernd gewohnt ist, mit Mikrofonen zu sprechen. Geht ruhig ran an das Ding, das beißt nicht. Ich erteile dir das Wort. Ahoi, ich bin Robert aus NRW und ich finde das bedingungslose Grundeinkommen von der Grundidee richtig gut, weil es die soziale Stigmatisierung von Hartz IV aufhebt. Das ist das Erste. Ich habe aber ein Problem mit der Finanzierung, denn es geschieht entweder über Umverteilung von oben nach unten mit den Folgen der Zwangsenteignung und des Abflusses des Kapitals in den Ausland und anderer, ja, das ist ein Problem, ja, auch wenn es hier nicht alle sehen wollen. Und das andere Problem ist, wir können es über Schulden finanzieren, das ist auch nicht gewollt. Wo das hinführt, sehen wir heute. Und der dritte Aspekt ist ein inflatorischer. Denn ob ich jetzt jemandem, der 100.000 Euro auf dem Konto hat, 500 Euro wegnehme oder nicht, das juckt ihn nicht, das merkt er nicht. Aber wenn wir die Einkommen nach unten verteilen, dann wird das Inflation zur Folge haben, die Preise steigen und real werden wir nicht besser dastehen, das ist so. Real werden wir nicht besser dastehen als mit 365 Euro heute. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Matthias aus dem Main-Taunus-Kreis in Hessen. Geh ein bisschen näher ran. Noch näher dran, okay. Also, du musst das spüren. Erstmal Vorsicht, die Finanzierung mit dem Euro-Rettungsfonds zu vergleichen, weil wir dürfen nicht vergessen, und die meisten wissen das, dass das Geld ja gar nicht da ist. Das heißt, es ist eine Zahl auf dem Papier und wenn das wirklich gebraucht wird, dann fliegt uns der ganze Laden um die Ohren. Zum Mindestlohn, da muss man auch aufpassen, weil es geht ja darum, dass man die Lebenshaltungskosten finanziert und die sind natürlich in München anders wie beispielsweise auf dem Land. Also da müsste man gucken, dass man irgendwas flexibel macht. Ne? Dann, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, Grundeinkommen, sehr gute Idee, bedingungslos hätte ich auch meine Probleme. Vielen Dank. Bitteschön. Hallo, ich bin Hagen aus Duisburg und kein Unternehmer, kein Arbeitnehmer erhält sein Einkommen bedingungslos. Bekannt ist die bedingungslose Kapitulation. Wer einen Krieg verliert, muss bedingungslos die Forderungen des Siegers akzeptieren. Es gibt ja mehrere Leute, die das stark vertreten. Bekannte wie Herr Werner, er verspricht 1.000 Euro für jeden. Eine Rechnung zur Bezahlbarkeit wird nicht vorgelegt. Und ich muss mich ja verkürzen.
Wer so einfache Dinge wie eine Berechnung nicht schafft, der hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich fordere die bedingungslose Aufrichtigkeit und ich fordere... Vielen Dank, deine Redezeit ist zu Ende. Kurz zur Ergänzung, Professor Dr. Götz Werner ist der Vorstandschef von den Drogeriemärkten. Der hat eine sehr fundierte Arbeit über das bedingungslose Grundeinkommen geschrieben, falls es interessiert. Oh, Entschuldigung, habe ich nie gesagt, habt ihr nie gehört. Bitteschön. Hallo, mein Name ist Kevin, ich bin aus Heidenheim. Im Großen und Ganzen bin ich für das BGE, aber wie es die Vorredner schon gesagt haben, es liegt noch an Finanzierung und so weiter. Was faktisch ist, muss sich jetzt in Deutschland endlich was ändern, dass wir wieder von unserem Lohn und von unserer Arbeit leben können, dass es nicht so ist, dass ein Familienvater am Monatsanfang nicht weiß, wie er seinen Kühlschrank voll machen soll, wie er seine Familie ernähren soll. Das müssen wir jetzt machen und nicht erst morgen, übermorgen in 10 Jahren oder irgendwelche Banken unterstützen. Danke. Vielen Dank. Ich muss kurz die Rednerliste unterbrechen. Wir haben wieder das Problem. 7 Piraten stehen draußen vor der Tür. Ihr wisst, Brandschutzbestimmungen. Ich muss leider wieder 7 Gäste bitten, sofern überhaupt noch Gäste anwesend sind, den Saal zu verlassen, sich zu deakkreditieren. Ah, okay, ich höre gerade, 3 Presseleute haben uns verlassen. Das heißt also, es sind dann nur noch 4. Bedanke ich mich für und erteile dir das Wort. Aber erst rückt dann die Rednerliste ein bisschen auf nochmal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bin der Olaf aus Osnabrück und als ehemaliger Hartz-IVler und Zeitarbeiter bin ich mit vollem Verstand und mit ganzem Herzen für einen Mindestlohn. Ich habe dafür mindestens 30 gute Gründe, die zähle ich jetzt hier nicht auf, aber genauso vehement bin ich gegen ein Grundeinkommen. Wer dafür ist, der missversteht und unterschätzt unglaublich die Faulheit und die menschliche Natur der Menschen. Ja, das ist unpopulär, ich weiß. Aber wer dafür ist, der muss sich anhören lassen, dass das extrem populistisch ist und er muss sich den Verdacht gefallen lassen, dieses nur aus Wählerstimmen und aus Beliebtheit zu fordern. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist der soziale Unfriede in der Gesellschaft, der dadurch entstehen würde. Wir stehen für Freiheit und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit würde dann auf dem Spiel stehen. Vielen Dank. Wie gesagt, die Versammlungsleitung ist neutral. Bitte schön. Also ich bin der Holger aus Nordrhein-Westfalen. Also wir haben in den letzten 40 Jahren von der Staatsschuld nicht einen Euro getilgt. Wir haben keine Möglichkeit eigentlich mehr Leute, hochqualifizierte Leute aus dem Ausland nach Deutschland zu kriegen, weil es sich für diese Leute nicht lohnt, in Deutschland zu arbeiten. Ein bedingungsloses Grundeinkommen macht das Ganze nicht besser. Wir geben Leuten Geld und was bedeutet das? Wenn sie Schulden haben, müssen sie dann von dem Grundeinkommen etwas bezahlen? Oder ist es tatsächlich frei? Werden die Ansprüche des Staates abgegolten, wenn das Geld am 10. weg ist? Oder habe ich dann das Problem, dass ich wieder ein Geld nachschießen muss? Danke. Vielen Dank. Bitte sprich. Mein Name ist Susanne Wiest, Greifswald. Meine erste politische Tat in meinem Leben und auch meine erste Tat im Internet war es, die Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen zu stellen. Es gab einen dermaßenen Ansturm, dass der Server des Bundestages zusammengebrochen ist. Und deswegen wurde die Petition auch angehört. Ich kann sagen, ich beschäftige mich seitdem intensiv mit dem Thema. Es ist in der Gesellschaft präsent. Es wartet darauf, auf die politische Bühne gehoben zu werden. Deswegen bin ich auch hier. Und ich freue mich, wenn die Piraten das Grundeinkommen auf die Agenda schreiben. Das finde ich gut. Das Grundeinkommen löst nicht alle Probleme. Aber es ist eine wichtige Voraussetzung, um Probleme lösen zu können, um an der Demokratie mitmachen zu können und hier teilzuhaben. Ich bin absolut für das Grundeinkommen.
Vielen Dank. Ich erteile dem Herrn Lauer das Wort. Bitte schön. Erstens, die Würde des Menschen hat keine Bedingung. Zweitens, wir haben hier als Deutschland von den gleich verteilten Ressourcen der Erde erstmal überproportional viel genommen und davon profitiert. Also zu diesem Argument, wie sieht das auf dem Rest der Welt aus? Die Frage ist doch, wie verteilt man diese Ressourcen gleich? Wir brauchen ein BGE. Und es gibt jetzt hier diesen Antrag mit der Enquete und der Volksabstimmung. Das brauchen wir meiner Meinung nach nicht. Die Bürger, das Volk, entscheiden sich in dem Moment, wenn wir das im Programm haben, bei der Bundestagswahl, ob sie ein BGE haben wollen oder nicht. Und wenn wir das ins Programm aufnehmen, setzen wir die anderen Parteien unter Druck. Dann müssen die ihre Konzepte rausbringen und müssen sagen, warum ihre Konzepte besser sind als unseres. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss die Rednerliste noch mal kurz unterbrechen. Hinsichtlich des bekannten Problems des Platzmangels. Ich habe jetzt eine Bitte. Gäste, die möchten, dass sie sich als Gäste zu erkennen zu geben, können das gerne tun. Bitte jetzt, damit wir eine Übersicht bekommen, wie viele Gäste überhaupt noch im Saal sind. Draußen stehen 7 Piraten, wollen akkreditiert werden. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Und ich bitte um Verständnis darum, dass zu akkreditierende Piraten da eine gewisse Vorzugsposition innehaben. Gibt es noch Gäste hier im Saal? Bitte. Okay, also ist schon klar, dass keiner sich jetzt so direkt freiwillig outet. Also Fakt ist, wenn ein Gast sagt, okay, ich gehe jetzt, dann bedanken wir uns alle recht herzlich an alle Gäste, die das getan haben, für ihr Verständnis. Vielen Dank und ich erteile dir das Wort. Ja, hallo, Thorsten Forkel vom Kreisverband Freising. Ich denke, primär sollten wir eine Diskussion über den Mindestlohn führen und zwar flächendeckend. Es kann nicht sein, dass in Deutschland Löhne bezahlt werden, die weit unter dem Existenzminimum sind und dass sogar bei Einstellungsgesprächen darauf hingewiesen wird, dass man mit diesem Lohn nicht hinkommt und man doch zur AGE gehen soll, um dort aufzustocken. Das ist primär ein Punkt. Das bedingungslose Grundeinkommen hingegen halte ich momentan für eine Utopie. Es ist A, nicht finanzierbar und B, vermisse ich die Motivation für jemanden, der dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommt, wieder arbeiten zu gehen, so denn er arbeitslos ist. Dankeschön. Vielen Dank. Und du hast das Wort. Ja, ich bin Thomas Göde, Vorstandsvorsitzender in Potsdam. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die derzeitigen... Sprichst du bitte ins Mikrofon, Entschuldigung. Wir können das noch nicht hören. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass die derzeitigen Zustände in unserem Sozialwesen desolat sind. Und ich sehe das BGE als schlichte Kosmetik, die Probleme zu vertuschen. Aber wir brauchen keine Kosmetik, sondern wir brauchen eine Schönheitsoperation. Und... die Argumente, die hier für das BGE gebracht werden, sind meiner Meinung nach keine pro BGE, sondern kontra den jetzigen Zuständen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weise nochmal darauf hin, hinter Herr Spieß, der jetzt mal bitte kurz die Hand hebt, ist die Rednerliste geschlossen. Diese Redebeiträge können wir nicht mehr berücksichtigen. Bitte schön. Hallo, Bettina aus Berlin. Wir haben in Berlin Wahlkampf gemacht mit dem BGE und ich glaube, das hat sich ziemlich ausgezahlt. Also wir standen vor dem Arbeitsamt und sonst wo und ich glaube, es haben eine Menge Leute, die nicht zu unserem Kernwählerteam gehören, uns deswegen gewählt. Es gibt nicht viele Alleinstellungsmerkmale, die wir als Partei haben können und ich denke, sowas muss dazugehören. Wir wollen uns nicht neoliberal aufstellen, sondern wir wollen sozialen Zusammenhalt und das, finde ich, ist eine unheimlich wichtige Geschichte. Und was ich auch denke, wir müssen uns mal davon verabschieden, dass es jemals wieder Vollbeschäftigung in diesem Land geben wird. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen ein Umdefinieren von Erwerbsarbeit und von anderen Formen von Arbeit,
was weiß ich, Ehrenamt, Menschen pflegen und so weiter und so fort. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo, Stefan aus Berlin-Pankow. PA 284 beschreibt für mich eine Utopie, hinter der ich inhaltlich stehen kann. Aber wie jede Utopie braucht es einen Weg dahin. Und diesen Weg beschreibt, glaube ich, PA 162. Und deswegen möchte ich diesen Antrag unterstützen. PA 162 hat auch die inhaltliche Qualität, dass hier mal das nicht existenzsichernde Grundeinkommen erwähnt wird. Damit gibt es nämlich tatsächlich einige Erfahrungen auf der Welt, so zum Beispiel im Pilotprojekt in Namibia oder jetzt auch mit einem quasi Grundeinkommen im Iran. Und vielleicht ein Satz zum Schluss. Ein Grundeinkommen kann nicht bedingungslos sein, wenn wir Leute ausschließen davon, es zu bekommen, die hier leben, aber einfach nicht das Papier haben, wo Aufenthaltstitel draufsteht. Danke. Vielen Dank. Kurz nochmal zur Information. Wir haben hier drei konkurrierende Anträge vorliegen. Das ist dann der 117 zu 284. Entschuldigung. Und 162 habe ich hier so liegen. Bitte schön. Vieles wurde schon gesagt, aber ich möchte nochmal die Grundmotivation, zumindest für mich, an einem extremen Beispiel, das noch nicht in Deutschland ist, aber die Kräfte, die wirken auch in Deutschland, verdeutlichen. Ich weiß nicht, wer von euch die Firma Foxconn kennt. Das ist ein großer Konzern in China, hat ungefähr 1 Million Angestellte, die irrsinnige lange Schichten arbeiten, ziemlich wenig verdienen und eine ziemlich hohe Selbstmordquote haben. Und dieser Konzern hat letztens gesagt, vor ein paar Monaten, die planen in den nächsten 3 Jahren 1 Million Roboter einzustellen, weil das macht die ganzen Kosten billiger. Und es soll keiner glauben, dass diese Kräfte bei uns nicht auch wirken. Alle großen Konzerne bei uns haben mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Es gibt nicht mehr genug Arbeit für alle und es wird es auch nie wieder geben. Und wir sollten uns mal überlegen, was wir damit anfangen wollen mit dieser Erkenntnis. Danke. Vielen Dank. Ich erteile dir das Wort. Dankeschön. Peter Dampier vom Kreis Bergstraße und auch im Kreistag beim Bergstraße. Wir haben bei uns im Kreis gerade einen Fall, wo ein Mitarbeiter des Arbeitsamtes einen Betrag jenseits von 1 Million unterschlagen hat. Wenn wir uns umgucken, das Arbeitsamt macht trotzdem Gewinne. Gewinne, das Arbeitsamt, was verkaufen die uns? Das heißt, die Gewinne sind Unterschlagung. Und bei Krankenkassen finden wir wahrscheinlich ähnliches Bild, wenn eine Krankenkasse Gewinne macht. Die soll das Geld eigentlich Kranken zur Verfügung stellen. Wir haben Altenpflege, die nicht genug Geld hat. Also diese Gewinne sind Unterschlagung. Es ist also genug Geld da. Banken können wir auch retten. Warum nicht unsere Bevölkerung? Die hätte es nötiger. Und dann haben wir gleich noch eins, Mindestlohn. Wenn ich genug Bürgergeld kriege, brauche ich keinen Mindestlohn. Da pfeife ich drauf, ich mache ein Ehrenamt. Vielen Dank. Moment bitte, wir haben jetzt ein kleines Problem. Der Herr Spieß hat sich sympathischerweise nach hinten gestellt, um die Rednerliste zu verlängern. Das geht natürlich nicht. Ich weiß auch ungefähr, wo es endet. Das heißt, ich werde dann den Herrn Spieß aufrufen und dann werde ich dann keine weiteren Reden mehr. Bitte? Es gab 2 Enden der Schlange. Okay, dann habe ich eine falsche Information. Jetzt habe ich da aber von Pavel schon ein GO, bitte. Okay, dann stellen wir jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf Wiedereröffnung der Rednerliste. Ah, der ist gestrichen worden aus der GO. In meiner Fassung habe ich das. Okay, dann kann ich dem Antrag nicht stattgeben. Er ist aus der Geschäftsordnung gestrichen worden. Tut mir leid. So, es gab jetzt 2 Enden. Also wir vertrauen uns ja und deswegen erteile ich jetzt dir das Wort. Bitte schön. Hallo, Sebastian Hochwart oder Sebi Rockt aus Ludwigshafen. Ich sehe das bedingungslose Grundeinkommen als die einzige Alternative, die es überhaupt längerfristig gibt. Im Moment bin ich im Hartz-IV-Bezug, habe 8 offene Verfahren gegen die Kaspa. Das ist das größte Sozialverbrechen, was ich in Deutschland kenne, Hartz-IV. Das geht so nicht weiter. Ich habe ca. 20.000 Euro Außenstände, wo ich von denen noch zu bekommen habe. Das geht nur aufgrund dessen, dass ich mir das Geld irgendwo leihen kann, was die meisten anderen Hartz-IV-Empfänger nicht können. Das zweite ist der Mindestlohn. Das Brückentechnologie halte ich für absolut richtig. Aber
das ist eine Brückentechnologie, die wir brauchen, in meinen Augen, weil ich nicht glaube, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen so schnell umsetzen können. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich die Deutschen für ein etwas träges Volk halte, wenn es sich darum dreht, auf die Straße gehen und für die eigenen Rechte einzutreten, früher oder später, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen nicht einführen, dann kracht es, und zwar richtig, sogar hier in Deutschland. Danke. Vielen Dank. Ja, nimm das ruhig ran, bitteschön. Andreas aus Potsdam. Was habe ich hier gehört? Ich habe von den Befürwortern fürs BGE im Prinzip nur wirklich reine Polemik gehört. Ich habe nicht gehört, was überhaupt darunter verstanden werden sollte. Ich habe auch keine Inhalte gehört vom BGE. Ich habe auch keine Größen gehört vom BGE. Ich habe gehört, wie so Geschichten wie vergleichbar mit der Bankenrettung oder Kinder zur Tafel schicken wollen wir nicht mehr oder noch schöner, Herr Lauer, die Würde des Menschen hat keine Bedingung. Super. Was wollen wir als Partei werden? Wollen wir Polemik machen? Wollen wir die Bürger verarschen oder wollen wir reale Politik machen? Es steht außer Frage, dass dieses Hartz IV, so wie es ist, weg muss. Aber darüber müssen wir uns Gedanken machen. Darüber müssen wir uns auseinandersetzen, was ist die Alternative dafür. Und nur so werden wir als Partei ernst genommen werden. Vielen ich bitte Dank. Beide Anträge oder alle Anträge in diesem Bereich abzulehnen. Danke. Vielen Dank. Die Losfee hat wieder zugeschlagen. In der Zeit kann der Faxe das Mikrofon richten. Mit der Losnummer 098516 kann seine Stimmkarte hier vorne wieder abholen. So, Faxe, du hast das Wort, bitte. Ich frage mal die Versammlung, habt ihr den GP 050 von Chemnitz eigentlich mal wirklich gelesen und verstanden, was da drin steht? Ich habe bis heute keine weltbewegenden Neuheiten gehört, die diese ganzen Anträge rechtfertigen. Ich bin durchaus der Meinung, dass die jetzigen sozialen Systeme einer Kernsanierung bedürfen, aber ich darf keinen Schnellschuss machen. Und wenn ich das jetzt mache, auf Däubel komm raus zu beschließen, dann habe ich den Fehler, den Adenauer 57 für den Renten gemacht hat, haben wir damit den BGE gemacht. Wir müssen das Ding als Generationsprojekt sehen. Das muss in den Köpfen ankommen. Wir haben alle noch in unseren Köpfen, wir sind das kleine Zahnrad im großen Getriebe und wir müssen uns drehen und dann funktioniert das System. Da müssen wir auch mal von wegkommen. Wir müssen das in den Köpfen der Menschen verankern. Dann vielleicht in 10, 15 Jahren habe ich die Menschen so weit, dass sie verstehen, was wir eigentlich mit dem Grundeinkommen meinen und wie man sich in diesem Grundeinkommen-Wirtschaftssystem bewegt und wie man sich da entsprechend verhält. Weil wir schmeißen das gesamte System, was wir heute kennen, über Bord, wenn wir ein Grundeinkommen einführen. Und was auch nicht sein darf, ein nationaler Alleingang in diesem System ist Selbstmord. Wenn Deutschland versucht, einen Alleingang im BGE-System zu schaffen, dann bringen wir uns selber um. Wir müssen mindestens 2, 3 große europäische Nachbarstaaten dazu Vielen überzeugen, Dank. Mitzuziehen. Vielen Dank. Junge Dame, ja, bitte. Hallo, mein Name ist Caroline Schulz, ich komme aus Wolfsburg und ich möchte noch auf einen ganz wichtigen Aspekt hinweisen, der bis jetzt viel zu wenig betrachtet wurde, und das ist die Freiheit. Die Piratenpartei steht für mich für Freiheit und für Bürgerrechte und dazu zählend auch das Recht auf Eigentum. Wir nehmen Menschen das Geld weg, hoffen darauf, dass der tolle soziale Staat uns das Geld hoffentlich dementsprechend zurückgibt, auch gerecht verteilt. Aber wer garantiert uns das? Und ich finde, dass es einfach ein Schritt in Richtung Kommunismus ist und ich möchte dabei nicht einfach stillschweigend zusehen. Danke. Bitte schön, Moment. So, wir haben jetzt, ich habe es befürchtet, ich habe es erwartet. Ein GO-Antrag auf Änderung der GO-Änderung. Der Bundesparteitag möge den GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Rednerliste in die GO wieder aufnehmen. Und daraus wird natürlich dann der GO-Antrag folgen, dass wir die Rednerliste wieder aufmachen. Aber wir stimmen jetzt erst ab. Soll die Geschäftsordnung entsprechend geöffnet werden, dass geändert werden, dass Öffnung der Rednerliste wieder möglich ist. Der zeige mir bitte jetzt seine grüne Karte, bitteschön. Also wer ist dafür? Das heißt, ich will jetzt die grünen Karten sehen.
Wer ist dagegen, dass die Redner... Okay, so, okay. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Ein Wiedereröffnen der Rednerlisten ist nicht möglich. Okay, was kommt Stopp, jetzt? Stopp, da kommt noch ein Geo. Antrag auf Auszählung. Geil. Ja, das wird natürlich... Ruhe, bitte, Ruhe, Leute. Das wird jetzt auch abgestimmt. Wer stimmt dem Antrag auf Auszählung zu? Der zeige mir bitte die rote Karte. Bist du sicher, dass Die grüne Karte, Entschuldigung. Nein. Wer ist dafür, den Antrag auf Auszählung stattzugeben? Der stimmt mit Ja. Ich weiß. Wieso ist das nicht zulässig? Du musst es nicht auszählen. Du musst keine Abstimmung darüber machen, ob der ausgezählt wird. Das steht in der GO so drin, habe ich heute Morgen noch gelesen. Das ist tatsächlich. Okay. Also, wer ist dafür, dass der vorangegangene GO ausgezählt wird? Bitte Zeichen. Ja, ist auch. Er sogar mit, in seiner GO. Die grüne Karte ist dafür. Das ist wie bei der Ampel. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Okay, wird nicht ausgezählt, damit ist dieser... Ach komm, bitte, jetzt fangt nicht an. Wir machen weiter in der Rednerliste. Ich bitte die Versammlung um Ruhe. Ja. Und erteile dir das Wort. Bitte schön. Hier ist Sekor vom Landesverband Bayern. Es irritiert mich gerade, dass ich am Mikro stehe, während ihr eine GO-Schlacht macht, aber irgendwie hängt das vielleicht doch an mir. Ja, ganz kurz zum Thema. Ich würde dringend bitten, diese Anträge abzulehnen. Und zwar aus ganz einfach folgendem Grund. Wir sind uns alle einig, dass Hartz IV Bullshit ist und dass dringend was geändert gemacht werden muss. Da muss was passieren. Wenn wir jetzt hergehen und uns einfach machen und sagen, wir fordern BGE für alle und gut ist, gibt der Druck, den wir haben, was Vernünftiges draus zu machen und dafür zu sorgen, dass etwas passiert, viel zu gering. Also, bitte... Ablehnen des Antrages für ein bedingungsloses Grundeinkommen und helfen, dass das Sozialsystem in unserem Staat ordentlich reformiert wird. Danke. Ah, okay. Vielen Dank. Nee, bitteschön. Ja, ich versuche auf einige Sachen einzugehen. Seko hat eben von den Hartz-IV-Problemen geredet. Wir haben einige Positionspapieranträge zur Hartz-IV und wenn wir die in voller Gänze abstimmen, dann haben wir ein BGE. Also, das BGE ist keine Utopie, das würde ich damit gleich versucht haben zu widerlegen. Das nächste, Finanzierung wurde angesprochen. Der Antrag 284 und auch 083, der fordert eine Enquete-Kommission und die soll genau solche Probleme lösen, wie die Finanzierung und auch die Art der Einführung, also wie das Utopie-Problem ja dann auch gelöst. Ansonsten muss ich noch sagen, ich bin wahrscheinlich der Erste hier in der Rednerliste, der für ein BGE, aber gegen einen Mindestlohn ist. Das hat verschiedene Gründe. Mindestlohn ist eine Symptombekämpfung. Mindestlohn ist überhaupt erst notwendig, seitdem wir so etwas wie Hartz IV haben. Vorher waren die Löhne noch entsprechend hoch und ein BGE löst halt die Ursache des Problems. Außerdem ist ein BGE für Freiheit und ein Mindestlohn gegen, aber Zeit ist vorbei. Vielen Dank. Jetzt schlägt die Losfee zu. Bitte, Herr Urbach. Wir haben glücklichen Gewinner. Stimmkarten mit Ragefaces dran. Die Nummer 097669 hat gewonnen, darf ihre Stimmkarten bei uns da unten wieder abholen und den Hauptpreis dazu kriegen. Dankeschön. Nochmal Informationen zum Ablauf. Wir haben ja den ganzen Block BGE zusammengefasst und dafür ungefähr 2 Stunden und Hartz IV, Entschuldigung, und haben dafür 2 Stunden vorgesehen. Wir sind jetzt 1 Stunde drüber. Ich hoffe, dass wir das noch durchkriegen. Oder wir haben 1 Stunde gemacht, okay. Aber es läuft ganz gut. Ich bitte nochmal die Rednerliste aufzurücken. Also beim Johannes Ponada steht dahinter der Spieß. Sehe ich das richtig? Und da ist dann auch Schluss. Okay, vielen Dank und ich erteile dir das Wort. Hallo, ich bin der Matthias Heppner aus Mainz. Irgendwie haben zu viele Leute hier ein zu konkretes Modell von einem BGE im Hinterkopf. Die Finanzierungsbedarfe der verschiedenen Konzepte unterscheiden sich so gravierend, dass man überhaupt nicht jetzt hier als Kritikpunkt bringen kann, das und das kostet so und so viele Milliarden oder gar 1 Billion und deswegen muss abzulehnen sein, weil es auch wirklich BGE-Modelle gibt, die, ich sag mal, einen moderateren Finanzierungsbedarf haben und realistischer erscheinen. Der zweite Punkt ist der,
dass ein BGE mittlerweile in fast jeder Partei besprochen wird und teilweise sogar nah an der Umsetzung ist. Also ich möchte nur daran erinnern, dass die Grünen Baden-Württemberg, die stellen den Ministerpräsidenten ein BGE in der grünen Grundsicherung sogar im, beschlossen haben auf dem Wahlprogramm. Also das, nein. Deswegen ist es eben halt falsch zu sagen, dass ein BGE nur eine Utopie wäre, neben dem Argument, dass wir sowieso von der rein ökonomischen Betrachtung weggehen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Der Jan hat wahrscheinlich jetzt wieder was Technisches zu sagen. Bitte schön. Das Gute ist, für mich gilt die Redezeit nicht. Also ganz kurz zur Information. Es gibt momentan kein Problem mehr mit Leuten, die jetzt rein wollen. Das haben wir jetzt alles erstmal geklärt. Oh, ich bin auf der Leinwand. Wie toll. Aber ich sehe dick da drauf aus. Dafür, dass wir das weiterhin behalten können, bitte ich alle, die jetzt sagen, ich komme heute nicht mehr wieder, sich deakkreditieren lassen bei der Security, und ihr werdet dann morgen wieder akkreditiert, weil ihr seid ja stimmberechtigt und wollt da sein. Des Weiteren werden jetzt gleich mal hier die Türen da drüben aufgemacht. Nicht erschrecken, das ist nur, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Die bleiben ja eine Weile drauf. Dazu muss ich fairerweise sagen, nicht meine Idee, das hat die Hallenleitung gesagt. Das war der ihre Idee. Erstmal ein Applaus für die Hallenleitung. Gut, das war es erstmal soweit von mir. Wenn noch was ist, melde ich mich wieder. Vielen Dank, Jan. Ich glaube, ein bisschen frische Luft tut auch gut, gerade bei dieser erhitzten Diskussion. Und ich erteile dir das Wort. Bitte schön. Auch wenn der Satz jetzt weder von mir ist noch besonders neu ist, wir sollten uns mal Gedanken machen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und wenn wir sehen uns in der Öffentlichkeit noch immer viel zu häufig mit einem Menschenbild konfrontiert, das eine Grundschuld qua Existenz voraussetzt. Dieses Menschenbild sieht vor, dass jeder Einzelne, nur um existieren zu dürfen, der Gesellschaft zu etwas verpflichtet sei. Das mag einmal gegolten haben, aber wir haben heute, nicht alleine, aber wir haben die Möglichkeit, einen Schritt dazu zu tun, daran etwas zu ändern, weil das nicht die Gesellschaft ist, in der ich leben möchte. Dass das nicht einfach ist. Und dass ich die Finanzierung nicht auf die leichte Schulter nehmen will, ist genauso klar. Aber das sehe ich in den Anträgen auch, dass ein Wille dazu da ist, eine bereite gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Dankeschön. Vielen Dank. Er hatte ein bisschen mehr Redezeit, weil ja auch unterbrochen wurde. Und du hast das Wort. Ja, mein Name ist Bernhard Schubach aus Darmstadt. Wir haben in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, dass Löhne in breiter Front gesunken sind. Hängt auch damit zusammen, dass Sozialleistungen gekürzt wurden und wir keinen Abstand zwischen Sozialleistungen und Löhnen haben in Deutschland. Das heißt, wenn Sozialleistungen runtergehen, gehen auch die niedrigen Löhne zuerst runter und dann rutscht das ein bisschen nach. Und ich glaube, wir müssen diese Abwärtsspirale zwischen Kürzung von Sozialleistungen und Kürzung bzw. Herabsetzung von Löhnen mal durchbrechen. Und da ist der Mindestlohn genau das richtige Mittel. Das hat in anderen Ländern funktioniert, dass man da einen Lohnabstand macht. Dadurch ist es dann möglich, dass die Löhne fair bleiben, auch wenn Sozialleistungen relativ gering ausfallen. Und deswegen möchte ich mal den Parteitag ans Herz legen, diese Mindestlohn zu beschließen. Das ist eine ganz klare Sache, die ohne Finanzierungsprobleme daherkommt, einfach umzusetzen geht, in anderen Ländern schon gemacht wurde. Ein BGE ist eine langfristige Vision, da kann man durchaus drüber nachdenken. Mindestlohn ist was wir jetzt machen können und was dieses Land auch jetzt helfen würde. Vielen Dank. Die Rednerliste wird kürzer. Bitte rückt etwas auf, damit wir hier etwas einfacher die Übersicht behalten können. Schön aufrücken. Und du hast das Wort. Bitte schön. Also ich habe grundsätzlich zwei Sachen zu bemerken. Das eine ist, mir gefällt der Aspekt an dem Antrag, dass nicht mehr stigmatisiert wird. Also heutzutage gibt es diese Sicherung des Existenzminimums durch Hartz IV. Und ich persönlich lebe lieber von weniger Geld, als diesen sogenannten Maßnahmen teilzunehmen, also sozusagen als Aussätzige behandelt zu werden. Und ich finde diesen Aspekt
des bedingungslosen Grundeinkommens, dass all diese Bürokratie wegfällt, das Wichtigste für mich. Und ja, diese Trennung BGE und Mindestlohn, das ist mein anderes Anliegen. Vielen Dank. Ich kann mich nicht so kurz fassen. Danke. Ja, hi, Raimund nochmal. Bitteschön. Also ich mache es kurz und schmerzlos. Ich denke, das Schaffen einer nationalen Wohlstandsinsel ist keine progressive Politik. Wenn ich schon 500 Milliarden, 1000 Milliarden oder was weiß ich, wie viel Geld in die Hand nehme, dann würde ich ein World Food Program finanzieren, ich würde ein World Education Program finanzieren, ich würde ein World Health Program finanzieren und den Menschen, die die Drecksarbeit auf diesem Planeten machen, damit wir die Sahne von dem globalen Kapitalismus abschöpfen können, etwas zurückgeben von dem Wohlstand. Und ja, danke. Vielen Dank. Ich mache jetzt mal auch kurz darauf aufmerksam, es fängt auch langsam an, sich zu wiederholen und bitte die einzelnen Redner, die sich noch angestellt haben, kurz zu überlegen, war das schon da, trage ich da jetzt noch was Neues zu bei oder lasse ich es einfach? Bitte schön. Ja, also die meisten, die für ein BGE sind, sind gegen Hartz IV, weil sie sagen, Hartz IV ist zu wenig zum Leben. Ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht bewerten, aber die Frage ist, ist ein BGE mehr? Und dann rechnen wir einfach mal nach. Realistisch ist ein BGE von 800 Euro. Das sagen viele verschiedene Leute und jetzt rechnen wir Hartz IV nach. Hartz IV sind ab dem 1. Januar 2012 374 Euro. Das ist das, was der Hartz IV-Empfänger auf seinem Konto sieht. Das ist aber nicht alles, was er bekommt. Wenn er in Baden-Württemberg lebt, bekommt er noch 400 Euro Warmmiete. Dann bekommt er noch etwa 200 Euro für die Krankenkasse. Und je nachdem, was er für Krankheiten hat, bekommt er auch noch Geld dafür, um eine entsprechende Ernährung zu ermöglichen. Ein BGE ist statisch und nicht individuell. Und er verschlechtert die Lebenssituation von 5 Millionen Menschen in Deutschland und ist deshalb abzulehnen. Vielen Dank. Bitte. Wir warten noch einen Moment, bis sich das Plenar beruhigt hat. Du hast einen GO-Antrag. Ich bitte, wenn einer einen GO-Antrag stellt, aufzustehen, weil von hier oben kann man das sehr schlecht erkennen. Bitte dein GO. Okay, ich fasse das mal als Spaßantrag auf. Wir können nichts dafür, jeder spricht anders. Bitte, du hast das Wort. Also es gibt so ein YouTube-Video, wie funktioniert Geld? Und das macht einem klar, dass es im Endeffekt eine Umverteilung von unten nach oben ist im derzeitigen System. Wie ist die Krise überhaupt entstanden, die derzeit also als Finanzkrise halt los geht. Und zwar ging es los mit der Immobilienkrise, die ist zustande gekommen, weil es bei vielen Menschen einfach kein Einkommen gab. Im Endeffekt, die Bürokratie, die es derzeit gibt, ist auch Einkommenszug. Das derzeitige System ist auf, ja, gerade mal noch dazu sagen, es sind derzeit mehr Stunden ehrenamtlich, die geleistet werden, als die, die bezahlt werden. Und die Bezahlung von Arbeit ist im Endeffekt auch Erpressung. Das heißt, wenn jemand arbeiten muss, kann man den erpressen mit zum Beispiel niedrigen Löhnen. Das derzeitige System ist auf Regeln aufgebaut. Die Regeln können wir jetzt ändern. Das ist einfach vielen noch nicht bewusst. Und die pseudostarre Geldpolitik, die nutzt nur denjenigen, die viel haben. Und ja, derzeit schaffen Banken einfach Geld, auch Zentralbanken. Und die Zentralbanken geben das Geld den Banken statt dem Volk. Das muss man ändern. Vielen Dank. Ich sitze da hinten bei der Kamera und ich erkläre es auch gerne jedem. Okay. Ja, ich hoffe, ich habe nochmal einen anderen Punkt. Und zwar, ich bin total pro BGE, aber was mir daran jetzt gar nicht gefällt hier, ist die Ausgestaltung des Mindestlohns. Wir haben hier keinerlei Verweis auf die Höhe des Mindestlohns, der angestrebt wird. Das ist aber das Entscheidende. Wenn wir einen Mindestlohn von 2 Euro haben, hilft er niemandem. Bei einem Mindestlohn von 100 Euro, dann haben wir für 90% Arbeitslosigkeit. Wenn wir jetzt diesen Antrag formuliert hätten, wir setzen uns dafür ein, einen Mindestlohn in Höhe zwischen 2 Euro pro Stunde und 20 Euro pro Stunde einzuführen, wer würde dann hier dafür stimmen? Die vorliegenden Anträge machen noch nicht mal diese Eingrenzung. Okay, vielen Dank. Die Lottofee hat wieder zugeschlagen. Und zwar, ich glaube, das ist derselbe wie eben. 09708 kann das bei uns abholen, kriegt dann noch ein Gummibärchen zu. Bitteschön. Ja, oder er soll rauchen lernen. Das hat Philipp gesagt, nicht ich. Ich habe das nur. Bitteschön.
Ja, Tobias aus Berlin, und ich möchte erstmal meinem Berliner Vorredner danken zur Adenauer-Reform. Ich denke, das deutsche Rentensystem ist eine der stabilsten Rentensysteme, das die Welt jemals gesehen hat. Alle, die das nicht glauben, sollten mal die Rentenlüge oder von Herrn Bosbach das Buch Lügen nach Zahlen lesen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch ein Grundeinkommen finanzierbar ist. Natürlich wird das noch eine lange Debatte werden, wie hoch. Und wir sollten diese Debatte jetzt starten. Deswegen hoffe ich, dass hier wirklich sich viele, viele noch dazu durchringen können, heute für Ja zu stimmen. Außerdem würde ich noch ganz gern kurz sagen, Leute, denkt ihr wirklich, dass nur weil wir jemanden ein gewisses Grundeinkommen bezahlen, dass die Leute nicht mehr motiviert sind zu arbeiten, was Sinnvolles in ihrem Leben zu machen? Habt ihr wirklich so ein negatives Menschenbild? Das ist meine Frage an alle. Vielen Dank. Ja, meine Überlegung ist die, was ist eigentlich das Besondere an der Piratenpartei? Das Besondere ist für mich das, dass eben über Grenzen hinausgedacht wird. Sich im Denken einfach nicht begrenzen lassen und öffnen für neue Ideen, weil wir eigentlich ja sehen, dass das bisherige System eben nicht mehr funktioniert. Das Geld ist auch da, es muss nur von oben nach unten verteilt werden, das ist keine Frage. Ja, das wäre eigentlich das Wichtigste. Vielleicht noch, dass man den Arbeitsbegriff definieren müsste. Geht es nur um bezahlte Arbeit oder ist Tätigkeit und Arbeit auch was anderes, auch eine Hausfrau, die eben keinen Arbeitgeber hat? Okay. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, ich bin Knut Petzel im Landesverband hier Hessen und ich bin ein Befürworter des BGE, obwohl mir der Begriff bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt nicht gefällt. Es müsste eigentlich von Geld die Rede sein, von einem brüderlichen Geld zur Lebenssicherung. Das wäre dann auch BGL. Ich fürchte, dass diese Versammlung für eine Entscheidung im Grunde aus all denen, was ich gemerkt habe, überfordert ist. Sowohl der Höhe nach gibt es Zweifel und wir sollten die Minderheit, die es scheint zu sein, eine Minderheit nämlich, die dagegen ist, die sollten wir ernst nehmen oder umgekehrt, je nachdem wie es ist. Wir sollten die Sache vertagen im gewissen Sinne. Am besten wäre natürlich, wenn wir ein Mindesteinkommen, wenn jeder ein Konto kriegte, der ab 01.01.2012 geboren würde. Und dann würden wir generationsgemäß das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, Kriller aus Kars. Ich bin vor 2 Monaten Pirat geworden, weil ich Visionen habe und weil diese Partei hier die einzige Partei ist, von der ich glaube, dass sie Visionen umsetzen kann und vor allen Dingen auch im Grundsatzprogramm abbilden kann. Dann eine Sache noch zu denjenigen, die gegen das Grundeinkommen gesprochen haben. Alle haben nur gesagt, die für das Grundeinkommen gesprochen haben, die wären polemisch gewesen. Aber ich habe nicht einen Vorschlag hier gehabt, einen als Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, wäre eigentlich alles. Danke. Vielen Dank. Erstens. Bitteschön. Grundeinkommen international und Grundeinkommen national, regional schließt sich nicht aus. Grundeinkommen ist immer auch ein internationales Projekt. Da gibt es keinen Zielkonflikt. Zweitens. Grundeinkommen als mittelfristiges Fernziel und Hartz IV verbessern schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil, wenn wir die Sanktionen bei Hartz IV abschaffen, hätten wir bereits einen bedeutenden Schritt in Richtung Grundeinkommen. Und drittens, ich bleibe dabei, es geht ja wirklich um eine Entscheidung zwischen Zwang und Freiheit. Wollt ihr eine Piratenpartei, die es wünscht, dass mit der Armutsdrohung die Leute mehr und mehr gezwungen werden, in ihren Jobs festzustecken? Oder wollt ihr eine Piratenpartei, die auf dem Arbeitsmarkt Freiheit fordert, den Einkommenssockel eines bedingungslosen Grundeinkommens, auf den sich alle halbwegs frei entfalten können? Dankeschön. Ich bin Matthias Stoll aus Gifhorn, Niedersachsen. Ich finde, das, was wir in Chemnitz beschlossen haben,
sehr sinnvoll. Ich finde, wir sind da sehr weit gegangen und da zeigt sich eigentlich unsere Partei, wie weit sie geht. Aber jetzt das bedingungslose Grundeinkommen mit dem Namen hier festzulegen, halte ich doch zu weit. Es gibt andere Lösungen. Ich habe das schon beim Sozialkongress vorgetragen. Wir können die Arbeitsgerechtigkeit wiederherstellen. Dadurch können wir Arbeitslosigkeit abschaffen. Dadurch können wir Löhne steigern. Wir können eine Grundsicherung für jeden versprechen. Das werden wir nachher noch sehen, dass wir eben die Hartz IV-Restriktive, also diese Vorschriften dort abschaffen. Das können und müssen wir machen. Und wir können ein neues Grundeinkommen uns erarbeiten, das dann gemeinnützige Arbeit fördert. Und das sind Alternativen, die wir im Kopf haben sollten und uns jetzt vielleicht nicht hier auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches eben nicht meiner Meinung auch nach nicht finanzierbar ist. Und Vielen Dank. Ja, danke. Als vorletztem Redner erteile ich Johannes Ponada, das ist der Antragsteller zum Antrag 284, bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn, das Wort. Bitte schön. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr verwundert und ich bin sehr erfreut über die Debatte. Ich habe das Gefühl, hier haben ganz viele Piraten eine Glaskugel und wissen schon, welches Grundeinkommensmodell denn da ganz genau gemeint ist. Faxe sagte, wir brauchen keinen Schnellschuss. Das Grundeinkommen muss erst in den Köpfen ankommen. Und genau darum geht's doch. Wir führen heute kein BGE ein. Es klingt hier, als würden wir eine Parlamentsdebatte führen am Tag der BGE-Einführung. Jemand hat gesagt, das diskutieren wir erst, wenn wir in der Regierung sind. Wir schreiben doch kein Regierungsprogramm, sondern ein Wahlprogramm. Wir Piraten stehen für Basisdemokratie. Die Debatte hier ist nicht zu Ende geführt. Keine Debatte reißt uns Piraten so von den Stühlen wie diese Debatte. Und ich liebe jedes Argument dafür und dagegen. Die Frage dieses Antrags ist doch nicht, wollen wir ein BGE oder nicht, sondern vertrauen wir den Bürgern, dass sie nach einer intensiven gesellschaftlichen Debatte, nach einer Enquete-Kommission, die die Argumente aufbereitet hat, selber am besten wissen, ob sie ein BGE wollen und wenn ja, in welcher Form sie es wollen. Das ist der Antrag, nicht mehr und nicht weniger. So, ich bitte doch, unpassende Zwischenrufe zu unterlassen. Bitte schön. Ja, ich bitte doch nochmal PA 162 genau zu lesen, was der Antrag bedeutet. Da steht mindestens eine Bedingung, nämlich das Aufenthaltsrecht drin. Insofern ist es ja kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wer sich an diesem Wort aufregt, das ist eine völlig irrwitzige Diskussion. Zweitens geht es um mittelfristig und langfristig. Nach meiner Vorstellung soll ein Grundeinkommen nach Diskussion mit den Bürgern schrittweise und mit langfristigen Zielen eingefügt werden. Es muss ausprobiert werden. Man muss genau erkennen, welche Wirkungen ein Grundeinkommen auf die Gesellschaft hat. Man kann das nicht alles übers Knie brechen. Der Antrag sagt nichts anderes, als dass wir uns dafür einsetzen, eine solche gesellschaftliche Debatte zu führen und dass wir im Grundeinkommen eine Lösung für die Verteilung der knapper werdenden Erwerbsarbeit und die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit sehen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, jetzt ein Grundeinkommen einzuführen, sondern Alexander, diese vielen Debatte Dank. Zu eröffnen. Auch deine Redezeit ist zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für die emotionale und leidenschaftlich geführte Debatte. Das ist Politik, wie wir sie brauchen. Und an der Stelle möchte ich mal der Kira danken. Das ist die Dame, die im dicken Engel wohnt. Das ist unser Mumble-Server. Die Frau macht das einfach großartig. Bitte, dein Applaus, Kira. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was das ist, die Piratenpartei hat einen Sprachserver, da kann man sich einloggen ohne große Probleme, braucht ein Headset und kann dann mit anderen Piraten bundesweit sprechen. Das organisiert sie. Die Abstimmung übernimmt jetzt der Philipp wieder. Ich bedanke mich. Bis dahin. Deine Uhr. Meine Uhr. Ja, der hat noch eine analoge Uhr. So. Gut, wir haben, das habe ich eben schon gesagt, zwei konkurrierende Anträge als erstes abzustimmen. Und zwar PA 284 und PA 162. Es ist wieder eine Wahl durch Zustimmung. Ich bitte jetzt nur die grünen Karten
zu heben. Wer über PA 284, Johannes Ponander, Grundeinkommen, Definition, Enquete-Kommission und Mindestlohn als Brückentechnologie. Wer möchte darüber abstimmen? Auf was? Na Moment, das können wir gleich regeln, weil das ist noch... Willst du alles? Ja, okay, ja, stimmt. Okay, dann können wir das jetzt alles vergessen. Ach nee, Entschuldigung, wir müssen erst den Favoriten wählen. Entschuldigung, okay, noch nicht ganz. Wir können das noch nicht vergessen. Nochmal die Arme hoch, und das war viel. Nochmal, wer möchte über 284 abstimmen? Entschuldigung, ich wurde verwirrt. Danke. Wer möchte über 162 abstimmen? Eindeutige Mehrheit für 284. Wir stimmen über diesen ab. Ich habe einen GO-Antrag auf geheime Wahl. Dieser bedarf keiner Diskussion oder Kommentation. Was? So, der Wahlleiter erklärt das Verfahren. Was? Oh, Entschuldigung, ich höre gerade, er muss abgestimmt worden. Wir haben mal wieder eine GO geändert. So. Entschuldigung. So, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist für die geheime Abstimmung? Wer ist dafür, dass wir PA 284 geheim abstimmen? Okay, also ich erkläre jetzt nochmal, stimme nochmal runter, ist einfacher. Also, hier wurde der Antrag auf geheime Abstimmung gestellt. Ich habe erst gesagt, der wird nicht abgestimmt, er wird aber abgestimmt. Wir haben die GO geändert. Entschuldigung bitte dafür. Wir stimmen jetzt also über den GO-Antrag auf geheime Wahl des Antrags PA 284, beziehungsweise natürlich geheime Abstimmung. Also mit so ne Papier und Stift kreuzen. Ja? So, wer ist dafür, dass wir das tun? Hebt jetzt die Karte, und zwar nur die Grüne. Okay, jetzt dagegen. Okay, danke. Dann ist die geheime Wahl abgelehnt und wir stimmen offen darüber ab. Danke. So, Ruhe bitte. Wir stimmen ab über PA 284. Wer ist für diesen Antrag? Moment! Wir arbeiten hier. Ja, Moment, wer ist dagegen? Gut, der Wahlleiter gibt bekannt, das wird ausgezählt. Nicht? Ah, es wird, Entschuldigung, es wurde diskutiert, ob aufgezählt wurde. Okay, der Wahlleiter teilt mir mit, es reicht nicht für zwei Drittel, es war aber die Mehrheit. Das... Ey! GO-Antrag, ich hatte da, der erste war eher GO-Antrag auf Auszählung der Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir das auszählen? Wer ist dagegen? Wir zählen aus. Gut, dann kommen wir nochmal zur Wiederholung der Wahl. Ich danke dafür, dass wir diese Klarheit geschaffen haben und uns nicht nachher darüber über Blogs unterhalten. Ich bitte also die beiden Wahlhelfer auf die Bühne. Nee, Wahlhelfer. Wahlleiter. Okay. Moment, nee, da ist noch was. Was ist denn? Ja, natürlich. Also, ich übergebe jetzt an den Wahlleiter und viel Spaß. So, ich möchte jetzt also alle Wahlhelfer bitten, dass sie Aufstellung nehmen vor ihren Blöcken. Bitte bleibt jetzt jeder an seinem Platz. Bitte jetzt hier nicht wild im Saal rumrennen. Sonst haben die Wahlhelfer nämlich keine Chance, eindeutig die Stimmenanzahlen in ihrem Block festzustellen. So, die Wahlhelfer bitte die Hände hoch. Ja. Alle, die nicht Wahlhelfer sind, mal hinsetzen. Okay, ich sehe überall, jawohl, ich sehe überall die, oben auf dem Podium, ich sehe rechts noch keine Wahlhelfer. Die Regie wird berücksichtigt. Okay, Robert, dich sehe ich, aber weiter links von dir sehe ich, in dem Block sehe ich noch keine. Okay, jawohl, in Ordnung. Gut, ich sehe überall Wahlhelfer. Was, wo? Okay, also, dann fange ich jetzt an. Gut, dann machen. Nimm deinen Zettel mit.
Liebe Wahlleitung, die Stimmen aus der Regie werden berücksichtigt? Fragezeichen. Selbstverständlich. Alle Piraten sind wahlberechtigt. Auch hier oben auf dem Podium wird hoffentlich mitgezählt. hier muss auch mitgestimmt werden, gell? Ja. Also Trommelwirbel. Jetzt gilt es, wer für den Antrag ist, hebe die grüne Karte. Ich bitte die Wahlhelfer um die Handzeichen, ob sie fertig sind mit Zählen. Ohne Karte nur die Hand heben. Ich sehe noch, oben wird gezählt auf der Bühne, auf dem Podium. Weiter die grünen Karten oben halten. Es sei denn, euer Wahlhelfer, der für euch zuständig ist, sagt, ihr könnt sie runternehmen. Aber überall, wo noch gezählt wird, bitte die Karten oben halten. So, alle durch? Dann bitte ich jetzt um die rote Karte, wer dagegen ist. Was meinst du nochmal? Ja, ja, klar. Von jedem einer. Von jedem Block einer. So, jeder Wahlhelfer, der bei sich fertig ist, kann dann also den Block das Signal geben, dass sie die Karten runternehmen können. Das kann jeder Wahlhelfer bei sich im Block selber machen. Und jeder Wahlhelfer, der fertig ist mit Zählen, der kann aus jedem Block bitte einer nach vorne hier rechts vom Podium, vor dem Podium kommen, um den Auswertezettel abzugeben. Ich danke euch. Gut. Das Ganze wird ein bisschen dauern. Offiziell kommt jetzt gerade nichts. Ah, es gibt eine Orga-Durchsage, die können wir jetzt in epische Breite führen. Also ich möchte jetzt... Upsala. Also da ich die Orga... So, der Wahlleiter teilte mir mit, dass es jetzt Ergebnisse gibt. So, wir haben abgestimmt, wir haben gezählt, wir haben addiert, wir haben 756 Ja-Stimmen. 374 Nein-Stimmen. Das sind 66,902%. Danke. Das war der Antrag, ne? Ja, ich darf jetzt bitte wieder um Ruhe bitten, damit wir weiterarbeiten können. Danke sehr.